Willst du auch mal mischen? Nee, ich kann das nicht. Ich kann kein Mischen. Aber weißt du, ich kann halt auch besonders gut mischen. Das merkt man. Ja, da habe ich in den anderen Ausgaben schon total angegeben, weil eigentlich müssen wir immer Kartenspiele spielen, nur damit ich zeigen kann, wie gut ich mischen kann. Hallo und herzlich willkommen zu Und das spielen wir. Und ich habe heute auch wieder eine Gästin, die liebe Alina. Hallo. Hallo. So, Alina, ich möchte mit dir ein total obercooles Kartenspiel spielen. Das heißt Lama, nimm's lässig. Ich habe mir voll die coole Überleitung jetzt gerade überlegt, weil ich habe mir nämlich deinen Radio-Teddy-Steckbrief angeguckt. Die Alina ist nämlich Promi-Kinderreporterin bei Radio Teddy. Und da steht nämlich in deinem Steckbrief so ein Spruch. Weißt du zufällig noch, was für ein Spruch da steht? Da steht nämlich No Drama, Lama. Und dann dachte ich mir, das ist ja mega und deswegen spielen wir heute das Spiel Lama. Und das ist von Amigo, für alle die, die es wissen wollen. Und das ist ein Spiel ab 8 Jahren für 2 bis 6 Spieler. Und das ist sehr bunt. Mir gefällt das schon mal gut. Und da sind so, das sind irgendwie, da sind doch Pferde drauf. Das sieht aus wie ein Pferd, aber es soll wohl ein Lama sein, ne? Sieht Ja. wie Pferd und Lama gemischt aus. Es ist ein Pferdelama. So. Und jetzt teile ich mal an jeden von uns 6 Karten aus. Und eine decke ich auf. Und der Stapel kommt hier hin. Und jetzt darf sich jeder seine Karten angucken. Also, das Ziel des Spiels erkläre ich euch sofort. Das ist nämlich auch ganz schnell gemacht. Das Ziel ist es, seine Handkarten loszuwerden. So wie in eigentlich fast jedem Kartenspiel. Und du spielst ja gerne Mau Mau, ne? Ja, Ja. und Und Uno, genau. Mau Mau und Uno ist hier das beste Beispiel. Also genau das wollen wir, dass diese Karten hier wegkommen. Und zwar ist es jetzt so, wir haben eine 1 aufgedeckt, das ist super cool, weil wir müssen jetzt gucken, dass wir einfach aufsteigend unsere Karten loswerden. Also das heißt, Alina ist jetzt natürlich dran als nächstes. Und Alina könnte eine 1 hinlegen oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4, 5 oder 6. Nach der 6 geht es nicht weiter. Es geht nämlich nur bis 6 und nach der 6 kommt das Lama. Du bist dran. Wir spielen jetzt einfach mal. Okay. Jetzt überlege ich gerade, kann man nicht, wenn man dieselben Karten hat, die zusammen aus. Ich muss da gleich nochmal nachgucken. Kann man das? Komm, wir machen das jetzt einfach so. Wenn. Boah, jetzt hat sie schon die 6. Nein. Okay. Also ich bin jetzt total in der Bredouille, weil. Nee, eigentlich nicht. Boah, ich habe nämlich auch 2 Sechsen auf der Hand. Weil man darf auf die 6 eine 6 legen, darf auf die 1 eine 1 legen. Und Alina konnte jetzt offensichtlich nicht. Und jetzt hat sie deswegen eine Karte gezogen. Und wie gesagt, nach der 6 ist Schluss. Es gibt keine 7 mehr. Nach der 6 kann man eben eine 6 legen oder ein Lama. Leider nichts von Aber beidem. ich bin Mama. Total gut. Und ich habe auch ein Lama. Yeah. Und Also jetzt man geht's. kann doch die gleichen Zahlen drauflegen, oder? Du kannst jetzt auch ein Lama wieder drauflegen oder eine 1, weil nach dem Lama geht es wieder mit der 1 los. Sapperlot! Boah, voll gut! Jetzt hast du den Durchlauf gewonnen. Also, ich muss das tatsächlich gleich nochmal nachlesen, ob man das wirklich darf, wenn man dieselben Karten auf der Hand hat, dass man die einfach zusammen ablegen darf. Aber ich glaube schon. Wir haben das jetzt einfach so gespielt. Und ich fand es gut. Okay, und jetzt ist es so, dass Alina den Durchlauf gewonnen hat und ich habe jetzt noch 3+4 sind 7. total gut und du sagst, du magst kein Mathe. 3 plus 4 ist 7, richtig. Ich habe nämlich jetzt leider 7 Minuspunkte. Und die weißen Chips, die sind nämlich, stellen einen Punkt dar und die schwarzen sind 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, und ich muss jetzt leider hier diese Minuspunkte Die musst du verwalten. loswerden. Die muss ich dann versuchen loszuwerden. Und das kann ich nämlich. Total gutes Stichwort. Sehr gut. Ich kann die nämlich loswerden, wenn ich jetzt vielleicht den nächsten Durchlauf gewinne. Boah, nee, das werden wir ja noch sehen, Fräulein. Ich hoffe nicht. Das mal gucken. Willst du auch mal mischen? Nee, ich kann das nicht. Ich kann kein Mischen. Aber weißt du, ich kann halt auch besonders gut mischen. Das
Das merkt man. Ja, da habe ich in den anderen Ausgaben schon total angegeben, weil eigentlich müssen wir immer Kartenspiele spielen, nur damit ich zeigen kann, wie gut ich mischen kann. So, okay. Und jetzt kriegt wieder jeder 6 Karten. Du wirst gewinnen? Ja. Boah, wollen wir wetten? Nein, Quatsch. Glücksspiel kann man nicht machen. Oh, 6. Das ist... Alina ist 11,5 Jahre alt, also Glücksspiel. Wir könnten höchstens um Gummibärchen oder sowas wetten, aber ich habe keine Gummibärchen. Ich auch nicht. Ah, na, dann, dann lassen wir das mit dem Wetten. Okay. Du bist dran. Ah, jetzt mache ich das nämlich so. Oh, wir machen das nämlich jetzt so. Aber ich muss nur eine ziehen. Ja, voll gut. Okay, genau, weil du hast nämlich die 1 auf der Hand und kriegst deswegen nur einen Minuspunkt. Und ich, weil ich diesen Durchlauf jetzt gewonnen habe, darf ich einen Minuspunkt, ja, ist jetzt nicht so viel, aber wenn ich jetzt einen Zehner gehabt hätte, hätte ich tatsächlich auch einfach einen Zehner abgeben dürfen. Also man darf sich das aussuchen, aber wenn, ja, ich darf halt jetzt nur einen abgeben. Und was man auch noch erklären muss, wenn man zum Schluss... Falls ich jetzt zum Schluss zum Beispiel noch zweimal die 1 übrig gehabt hätte und zweimal die 5, die werden nicht doppelt gerechnet. Also es wird tatsächlich dann nicht zweimal 1 minus gerechnet, sondern nur einmal 1 Punkt minus und so weiter und so weiter. Ja, hab ich schon schlappig gemacht. Wie gut von dir, vielen Dank. Alina, wie gefällt dir denn das Spiel? Super. Ja, mir auch. Und ich finde auch die Lamas ganz cool. Und das, das Lama, was man drauflegen muss, sieht auch aus wie ein Lama. Und das hat irgendwie einen Schal an. Warum hat das Lama dann einen Schal an? Vielleicht ist es eben kalt. Das kann sein, weil das hat ja auch einen ziemlich langen Hals. Ja. Ich glaube, da wird es einem schnell mal kalt. Jetzt habe ich noch 6 Minuspunkte. Und du nur eine. Das ist echt der Wahnsinn. Okay. Ich habe halt Glück. Du hast halt Glück. 3, 4, 5, 6. So, ja. Ein Lama! Ach ja, und wenn man zum Schluss, wenn man nicht gewonnen hat und man hat noch ein Lama auf der Hand, das Lama zählt 10 Minuspunkte. Ach so, ja. Ja, aber wenn man jetzt 2 oder 3 Lamas auf der Hand hat, hat man Gott sei Dank nicht 20 oder 30 Minuspunkte, sondern nur einmal 10. Das reicht ja auch. 10 Minuspunkte, hallo, ist viel zu viel. Ja, ja. Du bist dran! Oh, wow, da bin ich mit dabei. Mach ich auch gleich 2. Oh, jetzt muss ich ganz blöd spielen. Guck mal. Oh, das ist auch gemein, ne? Oh! Boah. Weil du hast die 4 gelegt. Ja, das war, genau, das war in dem Fall nämlich total gemein, weil ich dann einfach die 3 übersprungen habe. Und deswegen bist du. Und ich brauchte nur diese 3. Oh, Mann. Richtig gemein gespielt. Aber guck mal, du hast trotzdem. Ach so, nee, ich darf ja einen wieder abgeben. Wir haben fast gleich wieder. Fast noch gleich. Mehr. Fast gleich. Also, danke. Vielen Dank. Also, ich glaube, ihr habt jetzt gemerkt, wie dieses Spiel funktioniert. Wir machen jetzt gleich die Kameras aus. Ich glaube, wir spielen hier noch eine Runde, weil es kommt gut an. Also, ist cool, ne? Also, ich finde auch. Die von Amigo, die machen nämlich ganz schön oft so richtig coole Kartenspiele. Also, ich mag die sehr gerne. Und das war nämlich sogar 2019 nominiert zum Spiel des Jahres. Es hat offensichtlich den Titel nicht gewonnen, weil deswegen steht nur drauf nominiert und nicht das Spiel des Jahres. Naja, egal. Uns macht es Spaß, ob ausgezeichnet oder nicht. Wir finden es ausgezeichnet. Also, ach so, abmoderieren soll ich auch noch. Und ich soll noch sagen, abonnieren. Habe ich nämlich letztens vergessen. Also Leute, abonniert doch gerne unseren Kanal und lasst ein paar Likes da. Und ein paar Kommentare und ja, wir freuen uns über jegliche Reaktion, aber natürlich am allermeisten über positive. Und wir spielen jetzt einfach hier noch eine Runde. Und ich muss gleich noch was trinken, weil es ist ein rasantes Spiel, ob man es glaubt oder nicht. Also, abonniert, was das Zeug hält und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe, ob wir dann wieder ein Amigo-Kartenspiel spielen. Ich weiß es nicht, aber... Eigentlich bin ich dafür, weil bisher ist man da immer ganz gut gefahren mit. Oder Avanti Spaghetti, ihr wisst Bescheid. Hashtag Avanti Spaghetti. So, bis zum nächsten Mal. Alina, vielen Dank, dass du mit mir gespielt hast. Und wir spielen jetzt einfach noch weiter. Und willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüssi. Tschüssi. Ja, und das spielen wir.